Ahoi Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider 3, die Adventures von Laras Latex Hintern. Wir sind hier gerade auf der Suche nach irgendeinem Schalter, den ich irgendwo geöffnet habe. Ich weiß nun leider nicht wo. Hier war es glaube ich nicht, weil es so viel zu dunkel ist. Ja, letzten Part haben wir uns das Level hier mal angeguckt, irgendeinen Schlüssel eingesammelt und keine Ahnung, was wir sonst... Was sind diese Mistviecher? Hier sind irgendwo Raben oder so, weil du bist ja tot. Vielleicht müssen wir irgendwo anders hoch. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wofür dieses Rutschding da ist hinter uns. Da kommen wir dann her, wenn wir aus dem Gebiet kommen, wo wir eigentlich auch hätten sein sollen. Irgendwann piss dich, du Mistvieh. Wo kommst du überhaupt her? Ganz ehrlich, der kam ja gefühlt erst, als ich hier unten war und dann, ja, habe ich ihn wie aus den Augen verloren. Ich habe ihn niemals gesehen. Ich habe ihn immer nur gehört. Ich dachte, der kommt aus einem anderen Level oder so. So, dann klettern wir mal hier hoch. Secret haben wir ja schon, das ist ja uns egal. Beziehungsweise Secret war es ja auch nur teilweise, auf jeden Fall. Da wo Secret war, haben wir geguckt. Ist die Frage, wo wir noch lang können. Da waren wir drin. Er hat irgendwas aufgemacht auf dem Boden. Wir können hier hoch. Also hier können wir nach ganz oben. Das hatten wir ja auch schon mal erkundet. Ich muss sagen, ich habe bisher noch kein Schlüsselloch gesehen, wo das, also wo ich den Schlüssel benutzen hätte können. Kann sein, dass es später erst kommt, aber so aktuell sieht es gerade eher so mau aus. Kommen wir überhaupt jetzt dahin mit der Seilbahn? Weiß gar nicht. Die Seilbahn ist jetzt abgefahren. Also hier könnten wir hinklettern, um uns das Medipack zu holen. Also wir können hier rüberspringen. Denke ich mal. Ich probiere es nochmal aus, weil kostet ja nichts, außer ein Speicherstand und ein bisschen Zeit. Ja, das hat geklappt. Wahrscheinlich kann ich hier sogar noch reinklettern, oder? Aktuell sieht es gerade nicht so aus. Nun haben wir das hier eingesammelt. Aber hier finde ich, sobald man die Texturen gelöst, hier weiß man wenigstens in etwa, was man hier machen könnte mit. Und der ist auf. Der hat irgendwas gemacht, ich habe keine Ahnung mehr was. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Hier ist Levelende, wie es scheint. Darauf zu springen, könnte man als Weg nach unten benutzen, wenn man nicht den komischen Weg gegangen ist, den ich gegangen bin. Kommen wir denn... Also erstmal kommen wir rein. Nein. Okay. Kommen wir hier ran? Nein, auch nicht. Okay, das ist ein bisschen blöd. Schwierig, schwierig. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber es hat ja geklappt zum Glück. Warte mal, hier waren wir auch schon. Hier sind wir lang geklettert. Ja, hier waren die Secrets und also wir da reingegangen. Hier hat sich, glaube ich, nichts Neues geöffnet. Die sind ja alle an. Das habe ich alles an, also angeschaltet, weil wieder zurückkommen irgendwie. Ach, wahrscheinlich hätte ich das hier machen können, um dann einfacher hier unten hinzukommen. Ah, ich verstehe. Wir können uns nicht da runterfallen lassen. Wir hätten so hinkommen sollen, hätten wir nicht meinen Weg genommen, der irgendwie viel komplizierter war. Aber gut.
Ah, nö, ist hier gespeichert. Mist. Naja. Aber irgendwie geht's ja nicht weiter. Hier ist ja nichts. Wir haben, also gefühlt habe ich jetzt hier alles angeguckt. Dann kann ich den hier ausschalten. Kann dann hier nochmal speichern, falls ich nochmal anschalten muss aus irgendeinem Grund. Dann geht es jetzt hier runter. So. Kurz mal überprüfen. Hier waren wir überall. Ich sehe hier nirgends, was ein Schalter aufgegangen wäre. Ja. Und hier geht es dann praktisch hoch. Warte mal. Geht's denn? Ach nee. Gehen wahrscheinlich nur rechts da lang und hier muss man dann durch diesen Weg gehen. Hier geht es dann zu dieser Malerplattform. Also eigentlich ist es so ein, ich würde jetzt sagen, es ist eine Fensterputzerplattform, aber mit Malzeug, also Farbe und Pinsel. Weiß ich auch nicht. Okay. Kommen wir hier irgendwie irgendwo runter? Oder hoch? Hoch habe ich gar nicht geguckt. Also da wäre irgendwas, oder dafür müssen wir die Plattform anmachen. Dafür müssen wir wahrscheinlich erstmal irgendwo runterkommen. Hm. Nochmal speichern. Ich probiere mal da einfach links oder rechts hinzuspringen. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwie klappen wird. Nein. Schade. Und hier hoch kommen wir sicher auch nicht. Dafür müssen wir die Fensterputzerplattform nach oben fahren. Kann ich mir nochmal anzeigen lassen, wo das ist, indem ich es ausschalte? Nein. Schade. Ich bin gerade nämlich so ein bisschen überfragt, was ich jetzt tun soll. Weil klar, ich kann mich jetzt hier so fallen lassen, aber es sieht immer noch ziemlich tödlich aus. Oder zumindest sehr schadenmäßig, und das ist ja, glaube ich, nicht der Plan. Also, bei dem Spiel weiß man ja nie. Okay, es ist erstens tödlich, aber bei dem Spiel weiß man noch nie, ob man einfach Schaden nehmen soll, weil in manchen Dingern muss man einfach Schaden nehmen. Blöd. Also, fassen wir kurz zusammen. Wir haben keine Ahnung, wo wir hin sollen, aber wir wissen, dass irgendwo was aufgegangen ist. Irgend so eine Abdeckung von einem Schalter. Und das war irgendwo auf Bodenhöhe, in der Nähe von so komischen Kisten. Und so wie ich das sehe, ist hier unten eine Kiste und der Schalter könnte zum Beispiel dazwischen sein oder direkt unter uns. Ich weiß es nicht. Ich sehe den Schalter gerade nicht. Das muss nichts heißen. Auf der anderen Seite war es aber, glaube ich, zu dunkel, weil der Schalter sah ziemlich, also der Bereich für den Schalter sah ziemlich hell aus. Okay, zerschießen geht nicht. Was will, wenn ich mich einfach ranhänge? Kann ich damit irgendwas auslösen? Okay, das bringt mir auch absolut gar nichts. Es bleibt schwierig. Einfach rüberspringen, haben wir schon probiert nach links. Wir können es aber nach rechts probieren. Ich glaube aber auch nicht, dass es irgendwas bringen wird. Nein. Okay. Dann bin ich echt überfragt, was jetzt hier Plan ist. Wir haben jetzt zwei Bereiche kennengelernt. Einmal den hier und dann den großen Startbereich. Der große Startbereich hatte ein kleines, einen kleinen Nebenbereich, wo wir den Schlüssel herbekommen haben. Dann bleibt es ja eigentlich nichts anderes über, außer ins Internet zu gucken, weil ich wirklich keine Ahnung habe. Ich kann nochmal hier unten gucken, ob sich hier was aufgetan hat und einfach das Licht so ein bisschen irreführend war. Fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf, dass es anscheinend im Level hier regnen soll. Ist mir vorher echt noch gar nicht aufgefallen. So, runter, Lara.
Kann ich mich hier verfallen lassen? Ja, ich glaube schon. So. Hast du Fallschaden gemacht? Ich glaube, so ein bisschen. Okay. Gucken wir mal. Wir haben eine Flare. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Irgendeinen anderen Weg sehe ich hier auch nicht. Könnte sein, dass es hier drin ist. Weiß ich nicht. Aber ich glaube auch nicht. Nein. Okay, dann ist es nicht hier unten auf dem Boden. Der Typ ist tot. Das ist mir auch noch ein Rätsel, was das darstellen soll. Also, das hier praktisch. Das ist irgendwie komplett nutzlos bisher. Man könnte irgendwie rauffallen und dann runterrutschen, aber wofür? Ist da ein Weg rein? Das könnte sein. Ich kann hoffen, dass die Textur so ein bisschen kaputt ist. Ja, gut. Ich habe gar keine Ahnung, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also, wie erwartet, hat mir der Guide nicht so wirklich weitergeholfen. Ich weiß nur, dass hier irgendwo Uzi-Munition liegen soll. Ich weiß nur leider nicht wo. Ich hätte gesagt, irgendwo hier, aber es sind einfach nur Texturen irgendwie. Und dann auf irgendeinem Balkon soll ich springen. Ich habe gar keine Ahnung, und ich sehe auch keine Uzi-Munition. Ich kann sein, dass ich komplett lost bin. Es ist ja kein Stapel hier, das ist ja einfach nur so ein Ding. Ne? Eine Flare, vielleicht sehe ich es dadurch besser. Und wenn nicht, dann scheiß drauf, dann lasse ich die einfach liegen. Ein Secret haben wir schon irgendwie oben verpasst. Keine Ahnung, wie ich da hätte hinkommen sollen. Aber ja, ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie es weitergeht. Also irgendwas mit Balkon ist gemeint. Aber aus irgendeinem Stand auf irgendeine Plattform springen. Ich meine, eigentlich sind wir doch überall rumgesprungen, oder nicht? Ich tippe auf, dass der hier gemeint ist, weil einen anderen sehe ich hier nicht mit einer Leiter. Und das Flue heißt übrigens, also auf dem letzten Part heißt Belüftungsraum anscheinend auf Deutsch. Weil der Guide ist Deutsch und ja. Also es hilft mir irgendwie wenig weiter. Ich könnte versuchen, hier noch nach rechts zu springen mit der zweiten Leiter. Also ich glaube wirklich, für diesen Guide waren mal Bilder, also da waren mal Bilder drin, aber die gibt es nicht mehr und das macht alles so ein bisschen schwieriger. Hier hoch kann ich nicht zufälligerweise, oder? Nee. Es bleibt schwierig. Ja, komm, Lyra, einen Schritt nach links, dann kannst du besser klettern. Nach links wenden und aus dem Stand auf die Plattform dort springen, ja. Die Leiter dabei benutzen, um auf den Balkon zu kommen. Das haben wir gemacht, glaube ich. Die Leiter rechts nach oben klettern. Okay, nächste Leiter nach oben klettern. Das heißt, das haben wir soweit gemacht. Ah, okay. Vielleicht ist es das Ding. Ja, das kann sein. Erstmal speichere ich kurz. Vielleicht hätte ich gerade eine Eingebung, dass es das hier sein könnte. Okay, es ist nicht. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte vielleicht, okay, die Tür sieht irgendwie wichtig aus. Ach, Moment mal, hier ging es ja noch weiter, ne? Also ich denke mal, das ist auch noch irgendwie relevant später. Aber was sagt sie jetzt? Zu der niedrigen Plattform springen, der gegenüber den... Welche niedrigere... Vielleicht die hier? Ich habe keine Ahnung, ey. Moment mal, jetzt sehe ich gerade was. Ich weiß nicht, ob es das ist. Könnte sein, dass der Guide mir das hier vorschlägt. Aber ist halt irgendwie blöd gemacht alles. Kannst du bitte aus der Ecke rauskommen, Leute? Danke. So, wir wollen jetzt nur da gucken. Au. Bisschen falsch, aber das hier könnte vielleicht was Wichtiges sein.
Das sieht doch alles gut aus hier. Okay, wir haben die Möglichkeit hier unten oder hier oben lang zu gehen, glaube ich. Wir gehen erstmal oben lang. Larry, wir gehen jetzt oben lang, danke. Okay, hier scheint erstmal nichts zu sein. Was ist hier? Ich glaube, ich höre Feuer. Okay, ich glaube nicht, dass wir dahin wollen. Ich glaube, wenn wollen wir das Feuer erstmal ausmachen, bevor wir hochklettern. Man kann diese Level irgendwie voll cheaten, indem man in irgendeine Ecke springt oder sowas. Habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, was man genau für machen muss. Auf jeden Fall kann man einen Großteil des Levels wohl umgehen. Okay, da ist eine englische Flagge, die irgendwie so ein bisschen scuffed aussieht, bin ich ehrlich. Okay, sind wir hier? Ich verstehe. Das heißt übrigens Anlegestelle am... oder Kai an der Themse in Deutsch. Ich dachte, Wharf heißt irgendwas mit Walerei. Gott, diese Mistviecher. Weil ich bin der Meinung, in Dishonored gab es auch sowas und hat sich Wharf genannt und das war halt eine Wahlverarbeitungsstation, weil da war ja irgendwas mit, alles mit Walöl betrieben, keine Anfragen. Okay, hier ist das Ding, versteht. Was auch immer du gemacht hast? Könnte das Feuer gewesen sein oder könnte auch alles andere gewesen sein? Also das hier war dieses Ding mit dem Cover, was wir unten angemacht haben. Okay, hier rüber springen wird nichts, weil es zu hoch ist. Warte mal. Die hat sich jetzt bewegt, glaube ich. Ich tippe auf, dass die das Ding nur bewegt hat und dass das Feuer noch an ist. Springen wir mal ab. Okay. Diese dummen Krähen, ey. Kannst du bitte aufhören, durch Wände zu fliegen? Gott, ey. Und du kannst dich gleich mal verpissen, Misttyp. Okay, die Belüftungsanlage macht vielleicht das Feuer aus dann gleich? Ich sehe nichts. Schade. Okay, das ist wieder ein Plumbob. Nice. Okay, hier ist ein Knopf. Der macht wahrscheinlich das Feuer aus. Ja. Jetzt wahrscheinlich überall Feuer an. Ach nur, ich habe nicht gespeichert. Ja, schwierig. Bleibt schwierig. Wo haben wir gespeichert? So. Dann speichere ich leider mal, bevor wir da durchlaufen. Klammer nehmen wir gerne mit. Ich glaube, in den alten Tomb Raider-Teilen gab's die Kristalle nicht. Die waren ja, glaube ich, damals zum Speichern da, aber wir hatten ja sowieso unsere DOS-Box zum Speichern. Keine Ahnung, ob da noch Secret war. Das hilft mir ehrlich gesagt nicht so sehr. Okay, und jetzt? Sind wir hier rausgesprungen? Tippen wir, dass wir es da lang müssen und wieder zurück, ne?
guck mal, wie viel Fallschaden das gibt. Nicht so viel, das ist in Ordnung. Okay, müssen wir jetzt den ganzen Weg zurückgehen, das wäre ein bisschen doof. Okay. Nee, ist auch so geplant laut Guide. Und dann einfach das ganze Ding machen. Müssen wir einfach wieder alles hochlaufen und dann gucken. Ich frag mich jetzt nur, wo dieser zweite Typ ist, der uns töten wollte. Vielleicht auf dem Dach? Ich würde sagen, aber wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Wir sehen uns dann da oben wieder, kurz vorm Feuer. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.